Im Rahmen seines Bloomberg-Interviews in Vladivostok wurde Putin zum wiederholten Male gefragt, wem er als US-Präsident den Vorzug geben würde, Clinton oder Trump. Dieses Mal saß Putin bei diesem Thema einem sehr hartnäckigen Interviewer gegenüber. Ich möchte mit einem Menschen zu tun haben, der verantwortungsvolle Entscheidungen treffen kann und getroffene Vereinbarungen durchführt. Der Name spielt keine Rolle. Und natürlich muss diese Person das Vertrauen des amerikanischen Volkes genießen. Dann wird es nicht nur ein Wunsch sein, sondern ein Willen, alle Vereinbarungen einzuhalten. Deswegen haben wir diesen inneren politischen Prozess nie gestört und werden das auch nicht tun. Wir beobachten genau, was passiert, warten auf die Wahlergebnisse und sind dann bereit, mit jeder Regierung zu arbeiten, wenn sie es will. Der Interviewer sprach daraufhin Putin nochmal auf frühere Kritik Putins an Clinton und Trumps Putin-Lob an, um doch noch eine eindeutigere Aussage vom russischen Staatsoberhaupt zu bekommen. Wissen Sie, ich habe Ihre Frage schon beantwortet, kann es aber wieder neu formulieren, dass wir mit jedem Präsidenten zusammenarbeiten. Aber natürlich, darüber habe ich ebenfalls gesprochen, soweit eine künftige Regierung dazu bereit ist. Und wenn jemand sagt, er wolle mit Russland kooperieren, begrüßen wir das. Und wenn jemand uns loswerden will, ist das ein völlig anderer Ansatz. Aber wir werden überleben. Es ist die Frage, wer bei einem solchen Ansatz mehr zu verlieren hat. Verstehen Sie, ich habe immer wieder gesehen, dass die antirussische Karte in internen politischen Kampagnen in den Vereinigten Staaten gespielt wird. Ich glaube, das ist ein sehr kurzsichtiger Ansatz. Im gleichen Moment senden wir Signale, dass alles im grünen Bereich ist. Bei früheren Regierungen war das so während des Wahlkampfes, danach wurde alles wiederhergestellt. Aber wissen Sie, die Vereinigten Staaten werden so dem Grad der Verantwortung nicht gerecht, der auf ihren Schultern lastet. Es scheint mir, als sollte das eigentlich entspannter und ausgeglichener ablaufen zur Kritik. Sie wissen schon, dass es Kritik an unserer Adresse von beiden Seiten gibt, auch vom Team von Herrn Trump. Etwa sagte ein Mitglied seines Teams, dass Russland angeblich die Familie Clinton durch Fonds finanziert und die Familie Clinton quasi führt. Das ist völliger Nonsens. Ich weiß gar nicht, wo Bill auftritt und für welche Fonds. Es ist einfach so, dass zwei Seiten ein Instrument im politischen Kampf verwenden, das meiner Meinung nach falsch ist. Aber natürlich, wenn jemand mit Russland zusammenarbeiten will, begrüßen wir das, und zwar unabhängig vom Namen der Person. Noch ein letztes Mal hackte der Journalist nach und sprach die mögliche Wankelmütigkeit von Trump an. Wir sind nicht für das amerikanische Volk verantwortlich. Doch bei aller Empörung, mit der beide beschäftigt sind, jeder auf seine Weise, sie sind intelligente Menschen, sehr intelligente Menschen und verstehen, was sie tun und was sie bezwecken. Sie fühlen und hören auf die Wähler der Vereinigten Staaten. Trump konzentriert sich auf die traditionellen Republikaner, durchschnittliche Personen mit durchschnittlichen Einkommen, die Arbeiterklasse, bestimmte Arten von Unternehmen, Menschen mit traditionellen Werten. Clinton auf den anderen Teil der Wähler. Clinton auf die andere Seite des Elektorats.
Er versucht auch sie zu beeinflussen. Sie greifen sich gegenseitig an und in einigen Fällen würde ich mir an ihnen kein Beispiel nehmen, wie sie das tun. Ich denke, sie zeigen uns nicht das beste Vorbild. Aber so ist die politische Kultur in den Vereinigten Staaten. Die müssen wir nehmen, wie sie ist. Amerika ist ein großes Land und verdient keine Einmischung und keinen Kommentar von außen. So kann ich Ihre Frage zum dritten Mal beantworten und sagen, dass wir mit jeder Regierung arbeiten, jedem Präsident, der das Vertrauen der amerikanischen Bevölkerung hat, solange er mit Russland zusammenarbeiten will. Die Übersetzung dieses Interviews wurde durchgeführt in Zusammenarbeit mit den Sprachschulen Liden und Denz, wo ihr in Moskau und St. Petersburg vor Ort Russisch lernen könnt. Unter dem oben stehenden Link findet ihr unsere eigenen Videos aus St. Petersburg mit Anna Smirnova. Abonniert unseren Channel, um keine aktuellen Russland-News zu verpassen.